Sie leben das ganze Jahr über an den Polen der Erde. Ihr Gefieder wechselt die Farbe je nach der Jahreszeit. Im Sommer ist es braun und im Winter weiß. Dadurch sind sie von ihren Feinden schwer zu entdecken. Arktische Vögel nutzen das reichhaltige Nahrungsangebot des Meeres. Sie können ausgezeichnet fliegen, aber auch tauchen. Unter Wasser benutzen sie ihre Flügel, wie Delfine ihre Flossen. Die in den Lungen gespeicherte Luft reicht den Vögeln für einen dreiminütigen Tauchgang. Er kann also mit einer hohen Geschwindigkeit schwimmen, dank der Lufttaschen unter den Flügeln. Die Fähigkeiten, die diese Vögel besitzen, zeigen, dass sie im Einklang mit der Natur erschaffen wurden. Gott, der Allmächtige, hat diese Polarvögel erschaffen mit den besten Voraussetzungen für das Klima, in dem sie leben. Er ist Gott, der Schöpfer, der Urheber, der Formgebende. Sein sind die schönsten Namen. Ihn preist, was in den Himmeln und auf Erden ist. Er ist der Mächtige, der Weise. Das sind Pinguine. Sie leben ausschließlich auf der Südhalbkugel unseres Planeten. Im Gegensatz zu anderen Vögeln können Pinguine nicht fliegen. Aber sobald sie im Wasser sind, verwandeln sie sich in hervorragende Schwimmer. Sie sind fähig, schnell zu schwimmen und mit einer Wendigkeit, die im krassen Gegensatz zu ihrem Körperbau steht. Ihre Federn sind durch ein spezielles Körperfett wasserundurchlässig. So haben Pinguine einen natürlichen Taucheranzug, der es ihnen ermöglicht, unter Wasser mit Geschwindigkeiten von bis zu 25 Kilometern pro Stunde zu schwimmen. Fliegende Vögel müssen leicht sein und wurden daher mit hohlen Knochen erschaffen. Pinguine dagegen müssen nicht leicht sein, um im Wasser tauchen zu können. Sie wurden daher anders erschaffen. Ihre Knochen sind solide. Somit können sie Fische in den Tiefen des Ozeans jagen. Dank dieses einzigartigen Designs sind Pinguine die einzigen Vögel, die bis zu einer Tiefe von 600 Metern tauchen können. Solch ein Tauchgang kann 10 bis 15 Minuten dauern.
Wenn Pinguine in dieser eisigen Tiefe Fische fressen, werden ihre Bäuche gekühlt und ihr Stoffwechsel verlangsamt sich. Dank des reduzierten Stoffwechsels brauchen sie weniger Sauerstoff und somit verlängert sich die Zeit, die sie unter Wasser verbringen können. Wie kommt es aber, dass Pinguine nicht erfrieren in einer Kälte von bis zu minus 50 Grad mit beißenden Schneestürmen? Die Antwort auf diese Frage liegt im Design ihrer Federn. Ihre Federkleid besteht aus drei Schichten. Die erste besteht aus den äußeren Federn, die zusammenkleben. Darunter befindet sich eine Luftschicht, die als Isolierung dient. Die dritte Schicht ist eine dicke Fettschicht. Dank dieses besonders gebauten Schutzes sind die Pinguine in der Lage, in der bitteren Kälte tagelang zu überleben. Manchmal sogar Wochen oder ihr gesamtes Leben lang. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass nur die Füße der Pinguine mit dem Eis in Kontakt kommen. Frieren die Pinguinfüße, die das Eis berühren, nicht? Nein, denn die Pinguinfüße sind besonders gestaltet. Das Geheimnis besteht darin, dass sie mit einem ganz besonderen Netzwerk von Arterien und Venen ausgestattet sind. Nebeneinander liegende Arterien und Venen funktionieren als Wärmetauscher. Das durch die Venen zum Herzen zurückfließende kalte Blut nimmt Wärme von dem vom Herzen kommenden Blut in den Arterien auf. Die Arterien wärmen ständig die Venen, durch die das Blut wieder zurück zum Herzen fließt. Dank dieses ausgefeilten Kreislaufs verlieren die Pinguine niemals ihre Körperwärme und die Füße frieren nie ein. Der allmächtige Gott hat die Pinguine mit diesem System ausgestattet, so dass sie komfortabel in dieser Umwelt leben. Und er hat dies in einer hervorragenden Schöpfung getan. Warum sind diese Wale, die im Durchschnitt 40 Tonnen wiegen, in diesem kalten Gewässer, anstatt in ein wärmeres zu schwimmen? Weil die kleinen Fische, die sie suchen, hier in größerer Zahl vorhanden sind. Die kalten Gewässer rund um den Nordpol sind reich an Mineralstoffen. Die Wale wandern aus warmen Gewässern hierhin. Während ihrer Zeit an den Polen speichern sie Mineralstoffe, indem sie Krill, kleine Krustentiere und kleine Fische fressen. Wenn Wale eine Menge an Krill oder einen Fischfarm finden, jagen sie gemeinsam. Sobald die Fische versuchen, in tieferes Wasser zu fliehen, tauchen die Wale auch tiefer. Bilden einen Käfig um die Fische und beginnen durch ihre Luftlöcher zu blasen. Die Luftblasen steigen rund um die Fische auf, so bilden sie eine Wand und verhindern deren Flucht. Wenn die Wale wieder an die Oberfläche zurückkehren aus dem Kreis, müssen sie nur noch das Maul öffnen.